Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In den letzten Tagen habe ich meinen Tesla ziemlich ausgereizt, denn wir sind am Donnerstag mit Kollegen zu einer Dienstreise nach Berlin aufgebrochen. Morgens um 7 hin und abends um 14 Uhr zurück. Die Fahrt hat jeweils ungefähr 4 Stunden gedauert. Einmal Zwischenladen in Hohenwarsleben, jeweils 25 Minuten. Und das Tolle ist, der Kunde von uns, der hat eine eigene Ladestation, 11 kW, und ich konnte mich dort auch anschließen und habe da 5 Stunden geladen. Also der Wagen war fast zu 80% wieder voll, als ich dann losgefahren bin. Völlig problemlos. Und am Tag darauf, also ich kam ja nur mit 6% in Bremen an, aber am Tag darauf, morgens um 7, wollte ich dann zu einem Wochenendtrip nach Österreich aufbrechen, zum Attersee. Und habe mich dann zu Hause, zum Glück, da ich ja eine kleine Ladestation habe, auch mit 11 kW anschließen können, sodass der Wagen morgens dann wieder voll war. Und was ich auf der Fahrt erlebt habe, das hat immerhin ja ungefähr 10 bis 11 Stunden gedauert und das waren knapp 1000 Kilometer wieder jeweils eine Strecke. Das zeige ich euch in diesem Video. Wird spannend, bleibt dran. So, wir haben es jetzt ungefähr 7 Uhr morgens. Ich fahre gleich los. Und zwar geht es nach Österreich ins Hotel Bramosen in Alexenau. Das liegt ungefähr hier unten. Das ist am Attersee. Und ich werde die Ostroute nehmen. Ich weiß nicht, ob das Navi das jetzt auch vorschlägt, aber ich werde dann von Bremen nach Hohenwarsleben fahren, dann runter nach Nempitz und dann nochmal nach Regensburg. Und das war dann, ich glaube, Regensburg ist hier. Und dann fahre ich dann durch bis Alexenau. Das ist also 4-mal Laden. Und ein Better Route Planner sagt, dass ich ungefähr 2 Stunden und ein paar Minuten laden muss auf der Tour. Und insgesamt bleibe ich unter 11 Stunden. Und die gesamte Strecke sind ungefähr 960, 980 Kilometer. Das heißt, ich bin laut jetzigem Stand schneller unterwegs als vor ein paar Wochen, wo ich nach Linz gefahren bin. Und da bin ich mal gespannt. Ah ja, ich sehe schon, das Navi schlägt mir die andere Route vor, also die Westroute. Die werde ich definitiv nicht nehmen, sondern ich werde die Ostroute nehmen. Egal. Ja, okay. Ich habe ein bisschen was eingepackt. Essen, Trinken, alles da. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ja, 3 Autos am Supercharger und wir haben 2, 4, 6 Stalls. Das heißt, ja, alle Einzelstalls sind im Prinzip belegt und ich hatte vorhin aus Versehen den Fehler gemacht und habe mich an den Stall 3B eingeschlossen, ohne zu sehen, dass der rote an 3A hängt und ich hatte 14 Kilowatt Ladeleistung. Ja, da habe ich mich dann doch schon ein bisschen erst gewundert. Und dann habe ich mich umgestöpselt an 2B und hatte auch 14 Kilowatt Ladeleistung, bis ich dann gemerkt habe, dass das Model X an 2A angeschlossen war. Also bin ich jetzt noch an 1A, glaube ich, ist es, gewechselt. Und jetzt habe ich wieder meine 80, ja, 78 Kilowatt, das steigt aber noch auf bis zu 85, 86 Kilowatt. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass in der nächsten halben Stunde nicht noch einer kommt, weil der muss sich dann auf jeden Fall einen Slot teilen. So, jetzt sind wir in Nempitz alias Mumpitz angekommen und laden hier nochmal eine halbe Stunde. Dann geht es weiter nach Münchberg Nord, dann nochmal nach Regensburg Ost und dann haben wir es geschafft. Ich bin übrigens in 1 Stunde 5 Minuten die 130 Kilometer gefahren von
Hohenwarsleben nach Nempitz. Ich will immer Mumpitz sagen, tut mir leid. Und das war doch relativ schnell, weil ich bin teilweise 180 gefahren. Hab gerade mit den Kollegen dort gesprochen, die die Säulen da in Betrieb nehmen. Also das sind die wassergekühlten Versionen und die gehen im Juli hier online. Das heißt, ein paar Wochen dauert es noch, aber ich muss zugeben, ja, sehen sehr schick aus. Und die Monitore sind an der Seite, sind ziemlich klein. Ich hoffe, dass die dann besser ablesbar sind als die großen. Das scheinen auch jetzt endlich Touchscreens zu sein. Da gibt es auf jeden Fall keine Knöpfe an den Rändern und wird dann auch vielleicht anders zu bedienen sein als die bisherigen Säulen. Das sieht echt schick aus, muss ich sagen. So, bin in Münchberg am Laden und das wird jetzt ein paar Minuten dauern, weil ich muss jetzt 200 Kilometer überbrücken bis nach Regensburg-Ost und 80% sollte ich da schon haben. Das heißt, ich habe jetzt gerade 29% und muss wohl noch eine halbe Stunde hier stehen. Habe mich gerade auch nett mit einem anderen Tesla-Fahrer aus Halle unterhalten. Nochmal schöne Grüße. Und ja, hier stehen sehr viele Teslas rum. Einer aus Österreich, einer aus der Schweiz. Ja, also hier ist viel los. Die Stalls sind bis auf einer alle belegt. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt hier noch mit voller Ladeleistung den Saft kriege. 79 kW im Moment, steigt dann noch auf bis zu 84, 86 kW, muss man mal gucken. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen entspannen, noch ein Käffchen trinken, vielleicht noch ein Brötchen essen, habe ich ja noch eins. Und dann ist auch gleich Mittag, genau, Brötchenzeit, super. Dann geht's weiter. Ja, ich habe jetzt gerade den Christian getroffen, der mit dem Model 3 angekommen ist. Und er erzählt mir gerade, dass er Mitglied beim Drive Tesla Projekt ist. Kannst du noch kurz was dazu sagen? Korrekt, genau. Also wir teilen uns... Sechs Leute teilen sich einen Tesla Model 3. Jeder hat ein Sechstel bezahlt. Jeder nutzt ihn für ein Sechstel der Zeit. Aber es sind alles Privatleute? Alles Privatleute, genau. Letztes Mal laden, jetzt bin ich in Regensburg-Ost und bin hier auch die 200 Kilometer super durchgekommen. Eine Stunde 40 habe ich gebraucht und habe 200 Wattstunden für die Strecke verbraucht im Durchschnitt. Also auf 100 Kilometer. Und das ist schon toll. Also die Temperatur ist gestiegen. Wir haben jetzt 16 Grad statt 10, wie die erste Etappe. Und das macht sich doch wirklich drastisch bemerkbar. Also ich bin auch nicht langsam gefahren. Ich habe Tempomat auf 150 gehabt. Gut, es ging bergauf, bergab, viele Kurven, ein bisschen dichterer Verkehr, das war meistens nicht möglich, also so 130 war so eher die Regel. Aber das war wirklich entspanntes Fahren eigentlich und super gut durchgekommen. Und hier in Regensburg habe ich auch wieder Glück gehabt, dass ich gerade wieder einen einzelnen freien bekommen habe und jetzt kann ich wieder Vollpower laden. Das wird jetzt hier auch wieder ein bisschen länger dauern, so 40 Minuten werde ich jetzt hier stehen. Also das ist eigentlich der längste Ladestopp, weil ich dann in Österreich ja noch ein bisschen Reserve haben will eigentlich. Obwohl ich einen Destination Charger am Hotel habe, möchte ich nicht ganz leer da ankommen. Und ich muss jetzt noch fahren. Wie viele Kilometer sind es? Ich guck mal eben, Moment. Das müssten jetzt auch noch ungefähr 200 Kilometer sein. Also ich fahre jetzt auch noch mal, wenn das so klappt wie gerade eben, eine Stunde 40, eine Stunde 50. Muss mir noch eine kleine Tagesvignette kaufen, beziehungsweise eine, ich glaube, 10 Tagesvignette gibt es da nur, eine digitale. Das mache ich dann an der Grenze. Das hält sicherlich 10 Minuten auf, aber spätestens in 2 Stunden dann, wenn ich losfahre, bin ich am Ziel angekommen. Das wäre ein super Schnitt. Damit schaffe ich das vermutlich so in 10 Stunden und ein paar Minuten. Das ist viel schneller, als A Better Route Planner noch prognostiziert hat. Und bis jetzt bin ich, was die Fahrzeit angeht, überall viel schneller durchgekommen als erwartet. Und was die Ladezeit angeht, eigentlich auch kürzer geladen als erwartet. Also das lief bis jetzt wirklich optimal. Kann ich nur sagen. Ganz klasse. So
macht E-Mobilität wirklich Spaß. So, ein bisschen zu früh gefreut. Mein Navi sagt jetzt hier, ich brauche 3 Stunden noch für diese 211 Kilometer, weil hier bei Deggendorf irgendein Stau ist. Was haben wir denn da? Ist das eine Sperrung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es da alles rot gewesen. Oh ja, hier ist es ganz rot. Also da steht alles. Also da wird irgendwas passiert sein. Unfall, Baustelle, wer weiß. Und das Navi sagt, Jan, ich brauche 3 Stunden. Warten wir es ab. Auf jeden Fall letzte Etappe. Und am Attersee wohne ich dann übrigens hier. Alexenau heißt der Ort. Und das Hotel ist quasi mittendrin. Und da findet auch der Workshop statt. Geht um Astronomie mal wieder. Astrofotografie. Ah ja, da ist das Hotel. Ah, sogar ein kleiner Yachthafen. Also ich war noch nie da. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber das Hotel ist hier wohl so ein Komplex. Das sieht sehr schön aus. Und hier irgendwo ist, ja, da ist die, da steht sogar Ladestation für Elektrofahrzeuge. Tesla Destination Charger. Perfekt. Ja, besser geht's nicht. Leicht nach links abbiegen. Ja, wenn das nicht genial ist, der Tesla Destination Charger am Hotel. Also quasi 10 Meter entfernt. Da ist der See. Ich werde mich jetzt erstmal anschließen hier, weil ich habe ungefähr noch 18% und werde den jetzt aufladen. Und ich werde den morgen wahrscheinlich nicht bewegen, den Wagen. Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, eine Runde um See nochmal fahren, wenn das Wetter schöner wird. Aber das weiß ich noch nicht. Und Sonntag früh geht es dann halt hier wieder los. Und ich habe jetzt im Prinzip gebraucht 10 Stunden 45 oder so. Und diese letzte Stunde war hier wirklich nur rumgegurke, bis zum See zu kommen. Durch die Dörfer und über die Landstraßen. Das war wirklich ein bisschen nervig, die vielen Kurven. Aber die Fahrt an sich war wirklich spektakulär gut. So, mein erstes Mal Tesla Destination Charger. Irgendwann ist immer das erste Mal. Das Kabel ist wirklich lang, aber ich brauche es gar nicht so lang. Ich stecke es einfach rein. Und schon geht's los. Das ist Elektromobilität vom Feinsten. Genauso würde man sich das vorstellen. So muss das eigentlich laufen. Und ich frage mich, warum das eigentlich nur mit dem Tesla geht. Ich finde es richtig schade, dass die anderen großen Hersteller sowas nicht gebacken kriegen. Denn wenn es mehr solche Autos gäbe, die das können, so wie so ein Tesla, und vor allem wenn die ein bisschen erschwinglicher wären, dann würde die Elektromobilität jetzt viel weiter vorne sein, als sie jetzt ist. Und momentan wird uns ja doch werden uns viele Knüppel zwischen die Beine geworfen. Stichwort Ladepreise, also Ladestrompreise, Stichwort die Autos, die auf den Markt kommen, welche Ladegeschwindigkeiten die haben. Das ist alles momentan sehr unbefriedigend und ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. Und ich hoffe, dass die deutschen Hersteller das auf die Reihe kriegen, weil unterwegs an den Superchargern, da sind ja auch andere Ladestationen, Ionity oder die normalen, ich weiß nicht, von wem sind die nochmal, fällt mir jetzt nicht ein, aber diese grauen, die mit 50 kW laden können. Ich habe an den Superchargern immer viele Teslas gesehen. Also alle Supercharger waren mindestens immer halb voll. Also es standen zwischen 3 und 4 Teslas immer da. An den anderen Ladesäulen kein einziges Auto. Auf der ganzen Fahrt nicht ein Elektroauto gesehen. Auch auf der Strecke nicht ein Elektroauto gesehen. Doch einen Audi e-tron habe ich auf einem Autotransporter-Trailer gesehen. Der wurde gerade irgendwohin gekarrt. Sonst habe ich außer die Teslas am Supercharger und 2 Teslas auf der Strecke kein einziges Elektroauto gesehen. Quer durch Deutschland gefahren. Ja, das Lustige ist, da vorne um die Ecke beim Hotel, ich fahre hier in die Einfahrt und was steht da? Ein weißer Tesla. So, wir sind jetzt hier auf 860 Meter Höhe. Das ist die Sternwarte am Garberg.
vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut. Und ihr werdet es nicht glauben, da bin ich Mitglied. Leider sieht man die Sterne heute nicht. Wetter ist einfach zu schlecht und es ist natürlich noch viel zu hell. Da gehen wir gleich mal rein und gucken uns das mal von innen an. Also der von ASA, was kostet der? 20.000? Ja, sowas. Ja, man gönnt sich es auch nicht. Das ist ja Eigenbau. Und die Carbonstangen sind Walking-Ski-Stück. Okay, jetzt ist es Sonntag, der 5. Mai und es schneit. Ich habe leider gerade Schnee schippen müssen hier vom Auto und jetzt geht es wieder zurück nach Hause. Ich fahre jetzt von hier, von Alexenau am Attersee zurück nach Regensburg-Ost. Das wird ungefähr 2 Stunden dauern, schätze ich mal, wobei ich jetzt nicht wieder die Überlandstraße nehme, sondern ich fahre dann über die Autobahn. Ist zwar kilometermäßig ein kleiner Umweg, aber bei dem Schneetreiben möchte ich keine Serpentinen fahren. Und mache mich jetzt wieder auf den Weg und werde dann von unterwegs berichten. Also ich habe im Wetterbericht gesehen, dass hinter dem Salzburger Land der Schnee aufhört und dann wird das Wetter auch wieder besser. Also das würde mich sonst auch echt nerven. Aber so geht's noch. Ich habe Sommerreifen drauf, muss also vorsichtig fahren. Das haben wir in Temperatur 2 Grad. Also immerhin kein Frost. Also. Schon geht das Umgepacke los. 4 Teslas an 8 Stalls und das muss umgeparkt werden. Ich habe gerade gesehen, du hast hier ein Taxi und mich interessiert das, wie du mit dem Taxi, das darf du sein, ja? Ja, freilich. Wie du mit dem Taxi im Alltag als Elektroauto zurechtkommst. Also du fährst ja in der Stadt irgendwelche Strecken und du lädst dann, das geht ja von deiner Arbeitszeit ab. Das heißt, da kannst du jetzt keine Person befördern. Fährst du zum Supercharger oder machst du das irgendwie mit AC? Ich habe keinen Supercharger. Ich habe 50 kW Ladestationen bei mir vor Ort in Landsberg. Also an deinem Autostandort sozusagen? Ja, in Landsberg haben wir mittlerweile 50 kW Ladestationen. Ach so, lädst du mit Chademo? Genau, da laden wir mit Chademo Adapter und das funktioniert einwandfrei. Und das ist auch der zweite Tesla schon. Okay. Und der erste, der hat bei 408 leider einen Unfall gehabt. Und der war 2,5 Jahre alt, keine Probleme. Ja. Also, und was hat der jetzt drauf? Der hat 525 drauf. 25. Und wie oft musst du dann nachladen am Tag? Einmal oder mehr? Unter der Woche, da lade ich ja einmal nach, da mache ich halt eine Pause. Und in der Früh ist er vollgeladen und dann fahre ich halt mit dem raus. Fahre dann vielleicht, wenn es gut ist, 200, 300 Kilometer, aber dann ist schon wirklich sehr, sehr viel los. Ja. Und dann fahre ich wieder Mittagspause machen und dann lade ich ihn halt. Und was sagen die Fahrgäste? Sind die begeistert oder gibt es da irgendwelche Kommentare? Sind durch die Bank begeistert. Bist du auch gebucht, nur weil du einen Tesla hast? Ja. Oder? Und es sind auch viele Jugendliche dabei. Ja. Und jetzt, nachdem das Future for Friday for Future ist, ja, sind noch mehr Jugendliche. Vor allem Schüler, die sagen, warum macht das bei uns keiner? Warum fangen unsere Politiker nicht damit an? Ja. Oder warum macht die Autonutzung in Deutschland nichts? Warte mal, den ersten Tesla, der hat wie gelaufen? 408.000. Und hat 93% Leistungskapazität am Akku noch gehabt. Wow. Nicht schlecht. Ja? Und ich hatte vorne noch die ersten Scheibenbremsen, die erste Klötze drin. Ja. Also. Und wie oft warst du mit dem dann zum Service Center, den du ihn gefahren hast? Gar kein Mal? Auf die Griffe, nur, eigentlich gar nicht. Ja. Ich hatte damals das Problem mit den Griffen, dass die Mikroschalter einfach abgerissen sind. Ja. Dann wurden halt die neuen Griffe reingebaut. Später habe ich dann die Mechanik noch ein bisschen verbessern lassen durch dieses Metallteil, was ersetzt wurde.
Ne? Ja. Und wie ist das mit dem Innenraum, wenn du jetzt halt ständig Fahrgäste hast, Verschleiß, Schubbern, Sitze? Wie macht sich das irgendwie bemerkbar? Ich hatte, mein Alter hatte das beige Leder drin. Ja. Das war schlimmer. Ja, das war also nicht so toll. Vom Dreck her. Aber es ging. Es war sogar besser zum Putzen als ein normales Leder. Und Abnutzung irgendwie, Risse drin oder abgewetzte Stellen? Nix. War gar nicht. Nein. Keine abgewetzten Stellen, keine Risse. Ich habe es auch geputzt, ich habe es gepflegt mit Ledemitteln. Überhaupt kein Problem. Aber bei dem ist es so, da habe ich spezielle Sitze reinmachen lassen, weil der hatte Stoffsitze gehabt. Ja. Weil ich habe halt schnell einen gebraucht wieder als Ersatz. Ja. Und habe da bei uns einen Lederer. Der hat es sehr günstig gemacht und sehr, sehr schnell. Das heißt, das sind die Stoffsitze, die du dann mit Leder gezogen hast? Ja, das sind die Stoffsitze sind runtergekommen und Leder drauf. Ja, klasse. Was hat das gekostet? Das hat jetzt kostet 2,7. Komplett. Also es ist so richtig echtes Leder, ja? Kein veganes Leder. Stabiles, echtes Leder. Hast du auch hinten gemacht oder nur vorne? Hinten, ja. Funktioniert. Schaut jetzt halt als schmutzig aus, weil ich habe jetzt seit letzte Nacht bin ich gefahren. Jetzt fahre ich hier ein Fahrgast holen noch. Selbst die Fahrer, die also nur auf Umsatz aus sind, die sagen, das Auto selber top zum Fahren, aber die wollen halt diese Ladepause nicht. Und da sage ich, warum keine Ladepause? Es entschleunigt dein Leben. Du hast einfach mal eine Stunde Zeit, sitzt zurück, schlafen. Ja? Oder aussteigen, spazieren gehen. Oder irgendwo hingehen zum Essen. Ja? Jetzt hier die Ladepause. Ich weiß, hier gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Breakfast. Ja? Wir gehen jetzt da rein und wir gehen da frühstücken. Ja? Alles klar, Sascha, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Ich danke dir fürs Gespräch. Bitte. Viel Erfolg weiterhin. Und danke. Jeder von mir immer nur Positives hören. Ja. Also nicht wir fahren negativ ja, ist. Wir fahren ja alle Tesla und sind ja auch positiv deswegen eingestellt. Nein, wir wissen, was wir haben. Wir wissen ja, was wir haben, richtig. Wir wissen, was wir haben. So, 56%, das reicht locker, um bis nach Hohenwarsleben zu kommen. Jetzt geht's weiter. War auch gar nicht so lang. Übrigens, Model 3, cooles Kennzeichen. Peace. Eieieiei, das ist voll. Das gibt's ja nicht. Hier ist alles besetzt, du. Und die Slots sind wirklich... Also nicht mehr als 24 kW gekriegt, habe verschiedenste ausprobiert. Dann bin ich an 2A hin, beziehungsweise habe erst 3A genutzt. Und von dem Parkplatz, du kannst ja, hier von dem Parkplatz sind ja auch so komisch, du kannst ja mehrere nutzen. Ja. Und 3A ging in die Ausscheiße, 2A ging gut. Und dann kam aber der da hinten mit dem Abgas, in der Lauterrote hier, ne, an und bat mich einmal mal umzuparken, von wegen, dass er auch besser rankommt. Ich umgeparkt, neu eingestöpselt. In der Zwischenzeit hatte ich 92 kW gehabt, das muss ich sagen. Bei dem kam 92. Abgestöpselt, umgeparkt, wieder neu eingestöpselt, auch wieder nur 24. Also Supercharger Hohenwarsleben, wirklich alles voll. Ich habe mich jetzt hier quer hingestellt an 2A. Ich musste jetzt leider einem den Saft nehmen, aber die Leute haben sich so blöd hier hingestellt. Schaut euch das mal an. Ich stehe jetzt hier quer. Ich nehme jetzt ja keinem den Platz weg, weil da kann eh keiner mehr laden. Aber hier stehen jetzt 6 Model S. Nee, 6, Moment, was ist das? 5 Model S und ein Model 3 und da hinten am Ionity-Lader steht auch noch ein Model 3. Und alle nehmen sich gegenseitig den Saft weg. Was bekommst du jetzt an Leistung? Eben waren es nur noch 16. 16. Ich kann ja nochmal nachgucken, aber... Und bevor ich da steckte, hattest du auch 16? Nee, da hatte ich 24. Hier hatte ich 24. 8! Oder? 8 kW, ne? 8 kW, das ist ja besser. Das ist doch nicht. Was habe ich denn jetzt? Ja, ich habe 24. Aber ich habe auch nur noch 7%. Ja, ich muss
wahrscheinlich muss ich dann hier nach Blankenfelde, Marlow. Das Model 3 könnte ja theoretisch da laden. Ja, so. Ökologisieren. A la Holger Laudelein. Wie Prozent hast du schon? Ich bin ja nie auf Prozent. Also ich habe jetzt 155 Kilometer und so viel sind es ungefähr noch nach Blankenfelde. Ach so. Also könntest du knapp hinkommen. Ich würde knapp hinkommen, ja. Ja, ich brauche 240 Kilometer. Ich muss jetzt vollladen. Ja, 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 das dauert das, jetzt. Das dauert. Also wenn die Stores frei sind, dann hätte ich jetzt eine Stunde 10 Minuten hier gestanden. Also ich habe gehört, dass er ja sowieso nicht der allerschnellste ist. Auch. Ne? Aber so schlimm, das ist ja. Ja, ich habe mich gerade noch mal umgestellt. Da wurde einer frei, aber die Ladeleistung ist jetzt 25 kW statt 24 kW von vorhin. Also ein kW mehr, ich bin dann bestimmt 5 Minuten früher fertig. Jetzt geht es wieder runter auf 16 kW. Ah, ist das scheiße. Es ist richtig bitter hier. Also, wenn das so weitergeht, dann muss ich hier 2 Stunden stehen oder sogar noch länger. Und das wäre jetzt richtig doof. Das versaut natürlich den Reiseschnitt total. Und das droht uns dann alle, wenn weiter Elektroautos auf den Markt kommen und die Ladeinfrastruktur nicht ausgebaut wird. Sogar bei Tesla. Ich finde also gerade hier Hohenbarsleben mit den 6 Stalls und der recht geringen Ladeleistung hier, das geht gar nicht. Tesla, ihr müsst hier was machen, hier müssen mehr Stalls hin. Und am besten muss noch ein Supercharger in der Gegend von Hannover hin. Weil wenn man von Bremen kommt und dann Richtung Berlin fährt, dann muss man hier die 240 Kilometer durchreißen. Und das heißt, man muss den Akku doch recht vollladen. Das heißt, man steht hier echt lange. Besser wäre es, man müsste hier nur ein bisschen reinpumpen, sagen wir mal bis 50-60%. Das geht ja innerhalb von 20-30 Minuten. Und dann nochmal in Hannover für 20 Minuten. Da spart man locker eine halbe Stunde, als wenn man jetzt hier eine Stunde 20 oder noch länger steht, bis der Akku auf 95% ist, gerade bei der geringen Ladeleistung. Und hier ist echt viel los. Also hier kommen ständig Autos an und fahren wieder ab. Also war immer schon gut besucht hier, wo ich hier war. Und heute, Sonntagabend, ist hier wirklich der Super-GAU. Also das habe ich so nicht erwartet und ist mal was Neues. Also Elektromobilität, das ist die Realität. Hey, nach einer halben Stunde war das Ladechaos hier zu Ende. Dann sind nämlich die meisten weggefahren. Jetzt stehen nur noch ich hier und ein Holländer. Das heißt, wir haben jetzt 6 Stalls für 2 Autos. Und jetzt habe ich wieder die halbwegs volle Ladeleistung. 77 kW. Und jetzt ist es 17 Uhr. Angekommen bin ich ungefähr 16:35. Also knappe halbe Stunde gewartet. Hab zwar ein bisschen geladen, also ich bin mit 7% Rest angekommen, jetzt habe ich 21%. Das habe ich mir sozusagen mühsam erkämpft, diese paar Prozent. Und jetzt geht es richtig schnell, aber ich muss leider, weil ich nach Bremen muss, 240 Kilometer, um nicht kriechen zu müssen, jetzt will ich natürlich auch schneller fahren, um die Zeit wieder einzuholen, muss ich jetzt auf 95% oder so wieder aufladen. Und das dauert vermutlich knappe Stunde. So, 50 Minuten habe ich jetzt geladen. Ging doch ein bisschen schneller. Ich habe jetzt 90% und der Wagen sagt mir jetzt, ich komme mit 5% Restreichweite in Bremen an. Das reicht mir. Ich fahre dann halt nicht ganz so schnell. Ich will jetzt irgendwie los, habe keinen Bock mehr zu warten. Und es geht jetzt los. Ich stöpsel ab und dann bin ich wieder on the road again. So, das reicht für heute, aber ernsthaft. Also ich habe das ja ziemlich ausgereizt, das Elektroauto, in den letzten paar Tagen. Also erst die Berlin-Tour Donnerstag hin und zurück, dann Freitag nach Österreich hin, heute Sonntag von Österreich wieder zurück nach Bremen. Das war schon heftig. Selbst ohne Elektroauto wäre das eine ziemliche Tour gewesen. Und mit dem Elektroauto war es natürlich genauso eine Tour. Also die Berlin-Fahrt war völlig problemlos und ich muss sagen, also dieses einmalige Laden da in Hohenbarsleben für eine Strecke, das ist vernachlässigbar. Fahrt nach Österreich ist da schon ein anderer Schnack, also wenn man da 4-mal laden muss und insgesamt 2 Stunden lädt, das ist schon Zeitverlust. Man wird zwar mit dem Verbrenner auch Pausen machen, aber vielleicht keine 2 Stunden, vielleicht nur 1 Stunde. Und die Hinfahrt war relativ optimal, muss ich sagen. Also sowohl Verkehrssituation als auch Ladesituation hat super geklappt. Die Rückfahrt war auch jetzt nicht so schlimm. Der Schnee in Österreich war ein bisschen doof. Habe ich nicht mit gerechnet, hat ein bisschen aufgehalten.
Die Ladesituation war auch okay, bis auf Hohenwarsleben. Das war wirklich ziemlich ätzend. Das war der Super-GAU, also alle Stalls belegt, beziehungsweise so dumm belegt, dass man minimalste Ladeleistung hatte. Und zwar für eine ganze halbe Stunde, bis sich das dann so langsam wieder aufgelöst hat, der ganze Stau da. Hat extrem viel Zeit gekostet, auch ein bisschen Nerven gekostet. Und was ich einfach sagen kann, ist, dass die Supercharger sehr gut besucht waren, also auf der Hinfahrt sowie auch auf der Rückfahrt. Und es waren immer mindestens die Hälfte der Stalls belegt. Also das muss ausgebaut werden, da führt kein Weg dran vorbei. Momentan ist Tesla noch die Oase der Glückseligkeit, also so eine Tour geht vermutlich nur mit so einem Tesla so völlig entspannt und problemlos. Mit einem anderen Auto hast du garantiert Ladeprobleme. Und das muss aber nicht ewig so bleiben bei Tesla. Das heißt, da muss was passieren. Und ich will hoffen, dass es nicht chaotisch bleibt, wie im Moment. Und dass man auch wirklich einen Fortschritt erkennt auf Dauer. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch dann noch alles Gute bis zum nächsten Video. Ciao!